Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir sind jetzt auf dem Weg nach München, mal wieder, wer hätte es gedacht. Und es geht morgen zum Spiel gegen Mönchengladbach und ich nehme euch damit mit. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. So, wir machen jetzt gerade eine Pause und es ist so schöner Sonnenuntergang. Yes, jetzt geht's nach München auf jeden Fall weiter. Man sieht zwar nicht so dolle, aber hier ist die Arena. Bis morgen. Schön voll verwirrend, dass sie aus ist. So, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Ist klein, aber fein, aber ich denke auf jeden Fall seinen Preis wert. Und ja, jetzt gehen wir noch was essen und dann gehen wir schon schlafen, weil wir sind schon ganz schön müde. Vor allem, weil ich ja um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Vor allem haben wir nur ein Bild vom Olympiapark und das ist mein Schlafplatz. Guten Morgen aus München. Ja, nicht wundern, will heute Locken haben. Deshalb habe ich mir das über Nacht gemacht. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich mache es nachher mit euch zusammen raus. Wir haben von unserem Hotel einen Blick auf den Olympiaturm. Ja. Wir werden jetzt langsam wach. Ich sehe auch noch ein bisschen müde aus. Und ja, dann geht es, denke ich, mal zum Marienplatz. Wir gehen was frühstücken, shoppen und dann, ja, es ist ja schon bald so weit, dass es zum Stadion geht. So, ich habe jetzt meine Haare soweit fertig. Die müssen noch natürlich aushängen. Und ja, das ist mein Outfit für heute. Und natürlich ziehe ich noch meine Jacke an. Yes, und jetzt geht's gleich zum Marienplatz. Ich bringe meine Haare von hinten aus. Jetzt geht's auf. Natürlich wieder mit meiner Stadionjacke. So, wir sind jetzt aus dem Hotel raus und laufen jetzt zur U-Bahn-Haltestelle. Ja, und dann gucken wir dann auch, wo wir was frühstücken gehen. So, wir sind jetzt bei Papas Frühstücken und ich zeige euch, wenn es ankommt. Das ist unser Frühstück. Nach hinten. Sieht mega lecker aus. Hier in den Tapas-Restaurant ist auch eine Unterschrift und noch Bilder von Manager. So, wir sind jetzt auf dem Odeonsplatz und laufen von hier aus weiter zum Marienplatz. Richtig schön. Bitte für ein Kaiserwetter wieder. Ich habe in letzter Zeit echt Glück, muss ich sagen. So, jetzt geht's im Bayern-Store. Matchday. Wir waren jetzt in der Bayern World bisher noch nicht erfolgreich, aber wir gehen jetzt noch in den anderen Fanshop. So, es ist 12 Uhr und zum Marienplatz kommen gerade die Figuren raus. Und es ist dieses Spiel um 12. Krass, wie voll der Marienplatz ist, nur wegen dem Spiel da oben. So, wir waren jetzt auf dem Marienplatz und jetzt geht's in den anderen Bayern-Store mal gucken. Da war ich ja noch nicht drin. Ich habe es jedes Mal nicht geschafft, dort reinzugehen. Genau. Ja, und ich lade gerade noch auf mein Handy mit meiner Powerbank. Ich habe heute tatsächlich mal nichts gekauft im Bayern-Shop, aber auch einfach, weil ich zurzeit alles habe, was ich von FC Bayern haben wollen würde. Also von daher, ich warte jetzt auf den Sale, mal gucken, ob ich da dann irgendwann mal zuschlage. Aber sonst habe ich gerade keinen Bedarf, weil ich gefühlt alles habe. Da hinten ist das gute Stück. Wir sind gerade mit der U-Bahn unterwegs. Auf geht's, pack mal's. Kaiserwetter nur leider nicht so gut, um Sachen zu filmen oder
Fotos zu machen. Aber das ist absolut nicht schlimm. Ich habe ja viele Bilder. Hier ist natürlich wieder die Gerd Müller Statue. So, wir sind jetzt noch im Paulaner Treffnort und ja, mal gucken, wie das Spiel wird. So, wir sind jetzt im Stadion angekommen. Sorry, wenn die Szene, dass sie rauskommt, zuerst kam. Aber wir waren noch im Paulaner Fan-Treffen ein bisschen. Und ja. Yeah.
FC Bayern? Ach. Borussia Mönchengladbach? Los. Danke. Bitte. Halbzeit. Zweite Halbzeit. Viel Spaß. Bericht. Also, ich würde sagen, überraschen, was jetzt. Es ist auf jeden Fall noch viel drin. Es steht 1-1. Und ja, wir hatten viele Chancen. Wir müssen die Chancen einfach verwerten. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall viel, viel besser als gegen Werder Bremen. 1000%. Erstmal danke an unsere Nummer 40, Lucille Maslaui. Dankeschön, frisch vom Afrika Cup gekommen. Und dann erleben wir ihn das erste Mal im Bayern-Test unsere neue Nummer 23, Sascha. Und auf Gladbacher Seite ist aus dem Spiel die 10, Florian Neuer. Mit 18, Stefan. Zuschauerzahl zu diesem alten Bundesliga-Klassiker, der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, ist die Allianz Arena natürlich ausverkauft. Wir bedanken uns. Deutscher Fußballmeister, Deutscher.
größte Erleichterung. Vor allem, weil ich vor dem Spiel, hier war ich so angespannt. Ich hatte so Panik, aber jetzt bin ich einfach mal erleichtert. War schön. Einfach ein gelungener Sieg und einfach alles perfekt mit Sonnenuntergang. Ich freue mich schon. In ein paar Wochen bin ich schon wieder hier gegen Mainz. Gerd Müller in dem Sonnenuntergang ist auch richtig, richtig schön. Da läuft mein Papa. So, wir sind jetzt noch Abendbrot essen nach dem Spiel. Und jetzt gibt es noch Nachtisch. Das ist ein Kaiserschmarrn-Tiramisu. So, jetzt geht's wieder zum Hotel. Ich melde mich im Hotel nochmal zum Spiel. Ich habe mich ja noch nicht so wirklich geäußert. So, jetzt sind wir im Hotel wieder angekommen. Jetzt kann ich auch noch mal alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, ich war am Ende einfach sehr erleichtert. Ich habe euch mal die Szene eingeblendet nach dem Spiel. Aber das habe ich leider mit Snapchat aufgenommen. Dadurch ist das jetzt nicht so die beste Qualität. Aber naja, ich hatte wirklich irgendwie Freudentränen. Ich war den ganzen Tag richtig doll angespannt. Ich weiß gar nicht, warum ich so angespannt war. Wahrscheinlich auch, weil meine Siegesserie gegen Werder Bremen sozusagen kaputt gemacht wurde. Und deshalb war ich so, es ist nicht immer, wenn ich da bin, dass wir gewinnen. Ja, aber die Nervosität hat wirklich bis zum Schluss gehalten. Und dadurch war ich halt einfach so erleichtert nach dem Spiel. Das 1-0 war ein wirklicher Schock, wo ich mir so gedacht habe, oh Gott, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber der Rest kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Ja, was kann man noch so Schönes sagen? Ein Sieg 3-1 für Bayern. Sie waren auf jeden Fall viel besser als gegen Werder Bremen. Natürlich hätten sie aber viel mehr Chancen gehabt und die Passgenauigkeit, daran müssen sie echt arbeiten. Die war wirklich katastrophal. Also, das war wirklich schlimm, wie oft ein Mönchengladbach-Spieler dann den Ball bekommen hat, obwohl wir so gute Chancen gehabt hätten, noch besser zu sein. Ja, da habe ich mir echt die Hände über den Kopf verschränkt. Aber naja. Am Ende ist alles gut gegangen. Wir haben 3-1 ja gewonnen. Und es war das 500. Spiel, was wir gewonnen haben in Thomas Müller seiner Karriere beim FC Bayern. Mega krass. Also ich glaube, das hat noch nie ein Spieler zuvor geschafft. Ja, wurde auch nach dem Spiel gut gefeiert. Könnt ihr gerne mal bei Thomas Müller auf seine Social Media gucken. Mega cool. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und schreibt gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns spätestens gegen Mainz wieder. Ich freue mich schon drauf. Und ja, bleibt so, wie ihr seid. Wir wisst Bescheid. Schaut auch gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ciao!